Willkommen bei Capocalypse. Heute mit Post aus Fernost. Wir haben uns schon länger überlegt und ich habe das auch schon länger beobachtet gehabt im Internet, die einfachen Futterboote aus China. Ich denke mal, jeder hat es schon gesehen und jeder hat schon drüber nachgedacht, taucht das was, taucht das nichts. Wir wissen immer noch nicht, ob es was taucht. Daumen aber den Karton hier zu stehen und werden ihn gleich mit euch gemeinsam auspacken. Ja? Ihr habt ja selber auch die Preise gesehen, die sind alle so im Schnitt ab 150 Euro gehen sie los bis 200 Euro. Das ist jetzt hier das Modell von der Firma Lengxi. Die liegen im Schnitt zwischen 150 und 180 Euro. Und im Gegensatz zu einem europäischen Hersteller, die ab 1000 Euro losgehen, die was taugen, werden wir mal sehen, was das Ding kann, was überhaupt so drin ist. Ja. Da seid ihr jetzt dabei hier beim Auspacken. Ne? Erstmal verpackt das ganz ordentlich. So sieht das aus. Eigentlich recht klein und kompakt. Ja. So, und hier ist das gute Stück schon. Schauen wir mal, was dabei ist. Hier habe ich noch was liegen sehen. Und hier auch noch. Seht ihr, es ist sogar ein Handbuch bei. Auf Chinesisch, höchstwahrscheinlich. So, was haben wir eigentlich alles drin? Ein Akku, ich kann ja mal eins kurz zu sagen. Mal gucken, ob es auch das Richtige ist, was ich bestellt habe. Ja, genau. Die gibt es nämlich in zwei Varianten. Einmal mit 5200 mA und einmal mit 12.000 mA. Und das Ganze hat jetzt 10 Euro mehr gekostet und mit 12.000 mAh, ich denke mal, habt ihr eine doppelte Akkuleistung angegeben. Es ist mit 4 Stunden Fahrzeit. Mal schauen, ob das auch wirklich so ist, ja. Das werden wir im Laufe des Videos sehen. Was ist denn hier noch drin? Immer noch Ersatz-Rotorenblätter. Hier ist, was haben wir hier, als nächstes Kleinteil. Das ist die Antenne. Ich vermute mal, hier wird das Netzteil drin sein. Geilomat. EU-Stecker. So, was haben wir hier? Macht erstmal nicht so einen soliden Eindruck, aber für das Geld ist das auch erstmal okay. Ja? So, das ist das Ganze, was bei ist. Boot, Fernbedienung, Akku, Handbuch, Antenne, die Ersatzrotorenblätter und das Netzteil vom Laden. Werden wir mal sehen, ob schon der Akku eine kleine Grundspannung habt, ob wir das gleich anschalten können. Und also ich finde es eigentlich von der Verarbeitung für das Geld gar nicht so schlecht. Ja. Wir werden jetzt mal alles anschließen und schauen, ob es funktioniert. Hier kommt der Akku rein. Ihr habt da einen kleinen Klinkenstecker. Damit wird er nur verbunden und damit wird er dann auch geladen. Ganz simpel, ganz einfach. Und ich habe auch gesehen, die Stecker oder die Akkus kann man sich beliebig nachbestellen im Netz. Also sprich, kann man sich beliebig viel Akkus mitnehmen, um genug Spannung zu haben. Sitzt ein bisschen wackelig drin, aber ich denke, es wird trotzdem funktionieren. Was ich ganz cool finde, was eben gleich meine erste Idee war, an diesem Deckel, kann man super als Vorrichtung nehmen, kann man sich einen kleinen Adapter drauf machen für die GoPro oder ähnliches. Und das Ganze mal unterwegs mitfilmen, ja. Während der Fahrt. Normalerweise ist jetzt Strom drauf. Mal schauen, ob es geht. Den Kippschalter aktivieren wir das Ganze. Ja, hinten wird die Spannung angezeigt. Vom Akku, also der Akkustand. 4 Dioden. Ich denke mal, wenn nur noch rot leuchtet, sollte man damit nicht mehr fahren, den Akku laden. Positionslichter, rechts und links für hinten. Und eine Positionsleuchte für vorne, die man, denke ich mal, mit der Fernbedienung steuern kann zum An- und Ausschalten. Und wenn wir jetzt mal schauen, was in die Fernbedienung reinkommt. 4 Doppel-A-Batterien also. Die muss ich jetzt mal schnell holen. Bis gleich. So, tatsächlich, es waren 4 Doppel-A-Batterien, die sind drin und das ganze Ding läuft. Die Anleitung habe ich eben noch mal kurz nachgeschaut. Ist richtig, ist in Chinesisch, aber haben ein bisschen mitgedacht und sogar in Englisch. Freue ich mich. Kein Riesenhandbuch, aber das Nötigste steht drin. Und so wie ich es eben schon festgestellt habe, ist relativ selbsterklärend. Ja. Machen wir einfach mal an. Hier durch diesen Kippschalter in der Mitte starten wir das Ganze. Hier haben wir einen Kompass, welche Richtung das Boot. Jetzt müsste es drehen, genau. Und er, sobald ich das Boot drehe,
jedoch der Kompass mit wunderbar funktioniert. Perfekt. Dann haben wir hier unten die 0. Ich denke mal, das ist die Distanzanzeige, wie weit das Boot entfernt ist oder wie weit euer Futterplatz ähnliches weg ist. Hier ist die Spannung vom, ich weiß nicht, ob es jetzt vom Boot ist oder von der Fernbedienung. Ich nehme an vom Boot, weil der Akku ist nur leicht grundgeladen und zeigt nicht mehr ganz voll an. Die Batterien waren neu, die ich gerade reingemacht habe. Ich vermute dann mal ganz stark, dass das vom Boot ist. Und hier diese grüne Lampe, vermute ich mal, dass das die Spannungsanzeige ist von der Fernbedienung. Und was wir eben beim Auspacken ganz übersehen hatten, ist sogar ein stylisches, modisches Band bei. Ist jetzt nicht das Schönste, aber man kann sich die trotzdem umhängen und geht nicht verloren. Gerade wenn man dann schnell wieder die Routen zur Seite packen möchte oder sowas ähnliches, passt das. Und es ist so, habe ich noch gar nicht erwähnt, es ist mit GPS. Ja? Das Boot ist wirklich mit GPS ausgestattet. Es hat 4 GPS-Punkte. Die sind hier zu sehen. 1, 2, 3, 4. Damit kann ich die abspeichern. Also sprich, könnt ihr euren Futterplatz ganz normal draußen abspeichern. Wie das Ganze funktioniert, probieren wir ja natürlich gleich am Wasser. Wir fahren nämlich gleich ans Wasser und probieren das live aus. Und dann 2 zum Beispiel euren Homeplatz, eure Bank belegen und fährt zum Futterplatz, lädt das Futter ab und kommt alleine wieder zurückgefahren, wenn ihr den 2 bedient. So, dann haben wir hier nochmal einen Knopf. Der ist nicht belegt. Der ist auch nicht belegt. So, hiermit, mit diesen oberen, kann ich die Dioden vom die Lampen steuern, einmal blinken, nochmal drücken, aus und nochmal drücken, Dauerbetrieb. Also vorne, wie wir eben schon festgestellt haben, eine helle, hinten 2 blaue. Hier vorne hat es noch einen kleinen Stöpsel, warum auch immer, wenn es mal wässert oder ähnliches, das Boot, kann man das Wasser rauslassen hier. So, jetzt drehen wir das Ganze und schauen uns das mal von hinten an. Hier haben wir den Antrieb, die Rotoren, beide. Das ganze Boot hat kein Ruder, sprich ihr könnt es jetzt nicht mit dem Ruder steuern. Ihr steuert es in dem Sinne damit, ist doch recht laut, ja, aber macht ordentlich Schub anscheinend. Ihr steuert es halt damit mit links und rechts, werden wir nachher am See ausprobieren. Wenn man nach links oder rechts drückt, passiert nichts und nach hinten, rückwärts und vorwärts. Dann haben wir noch einmal die hintere Lade, die ihr mit eurer Montage belegen könnt und ein paar Murmeln. Die wird damit einfach ausgelöst. Zack, perfekt. Einfach nur mit einem kleinen Federmechanismus. Hier einen kleinen Hebel. Beim nochmaligen Drücken geht er hoch und kann man wieder zumachen. Perfekt. So, dann haben wir natürlich die beiden Fächer. Ja? Mal probieren. Bam, wow. Und der rechte auch noch. Funktioniert tadellos. Das Ganze ist einfach nur mit einem Federmechanismus, der sehr, sehr stramm ist, gelagert. Und mit diesen beiden Pippusse wird es einfach ausgelöst. Was ich ganz gut finde, durch diese, hört es ja auch selber, sehr starke Feder, wenn ihr Futter drin habt, es wird nicht einfach nur so klein punktuell verteilt. Das finde ich jetzt ganz gut, dass der schießt die Murmeln ja richtig raus, die Beulis. Und dass es dann auch ein bisschen gestreut wird, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht jetzt. Zumachen, einfach wieder die Nase rumdrehen. Zack, zack. Hier haben wir noch ein paar kleine Schaumstoffpolster drauf, damit die Klappe beim Auslösen ein bisschen abgedämpft wird, nicht so extrem auf Kunststoff fällt. Macht jetzt eigentlich für das Geld einen guten Eindruck. Hinten haben wir noch eine kleine Einkerbung. Hier könnt ihr nämlich eure Montage reinlegen, wo die Schnur lang geht. Oder was mir eigentlich auch schon aufgefallen ist, man kann das Ding, denke ich mal, auch noch ganz, ganz bequem mit einem Echolot ausstatten. Aber da können wir später nochmal drüber reden. Also ich bin jetzt schon mal ganz gespannt, neugierig, würde ich sagen. Wir nehmen das Teil und gehen damit ans Wasser. Eben noch zu Hause und jetzt schon am Wasser. Gott sei Dank eisfrei der See. Da hatte ich ein bisschen Bedenken gehabt, dass er über der Nacht zugefroren ist. Und jetzt wollen wir das Ding einfach mal fahren lassen. Ich habe mir hier noch meine kleine Bibimette mitgenommen. Die habe ich sonst immer vor meiner Liege zu stehen. Ich denke mal, habe ich auch schon oft bei anderen in Videos gesehen. So könnt ihr das Ding ordentlich hinstellen. Es wird nicht zu matschig drunter. Gerade wenn man auf Schotter angelt oder ähnliches, ist zerkratzt nicht. Ist zwar jetzt nicht das teuerste Modell, aber man muss ja nicht so lodderig mit seinen Sachen umgehen. Finde ich eine gute Sache und werde ich auch zukünftig so nutzen. Also, rein damit. Und es pfeift echt richtig gut los, die Marie. Ich bin positiv überrascht, dass es doch
ordentlich Schub macht, ja. Reichweite ist angegeben mit 500 Meter. Wir können ja mal einen Punkt speichern, probieren. Wir machen einfach jetzt mal unsere Homebank hier als Platz 2. Fahren wir mal raus. Dann müsste es rein theoretisch zu uns alleine wieder zurückgefahren kommen. Das ist nämlich auch ganz praktisch. Wir haben zwar nur 4 Speicherpunkte, aber der Vorteil ist, gut, müssen es halt immer wieder rausgelöscht werden. Ihr könnt euch 3 draußen auf dem See machen, 3 Plätze und einen an dem Platz, wo ihr fischt. Und dann kommt das Boot eigentlich auch immer wieder alleine zurückgefahren, wenn er den Punkt drückt, wenn der belegt ist auf 2, 3 oder 4. Hier kommt die Titanic schon wieder an. So, da ist es. Dann probieren wir das mal. So, jetzt ist das eigentlich auf 2 belegt. Fahren wir mal los. Wir können jetzt mal, jetzt müsste es auf 1 fahren. Jetzt fährt es alleine zum Punkt 1. Ich lege mal Fernbedienung hin. Seht, dass ich nichts mache. Hier seht ihr auch die Zahl, wie weit der Punkt noch weg ist. 24, 23, 22. Wie genau das ist, ja. So, 11, 10, 9 und angekommen. Perfekt. Jetzt brauchen wir nur auf 2 drücken normalerweise. 34 Meter zeigt er an. Das Boot dreht draußen und müsste jetzt wieder alleine zu uns zurückkommen. Ich bin wirklich positiv überrascht. Ein Boot für 150 Euro macht gute Arbeit. Wir werden das jetzt auch über die ganze Saison testen und mal schauen, was es wirklich bringt im Langzeittest. Ja, er ist ein bisschen, hat einen kleinen Seitendreier. Das funktioniert anscheinend nicht 100% bis jetzt. Oder? Doch. Gut, er hätte jetzt einen Bogen sicherlich geschlagen. Wer denn hier rangekommen? Aber es funktioniert, ja. Perfekt. Jetzt wollen wir das Ganze mal beladen. Mal schauen, wie es mit Futter fährt und wie die Streuwirkung ist. Was ich ja vorhin schon mal kurz erklärt habe, finde ich ganz gut, dass die Klappen halt wirklich so aufspringen durch diese starke Feder, die hier drin ist. Und das Futter auch ein bisschen nicht so ganz so punktuell runterlässt, wie es bei vielen anderen Futterbooten ist, wo er einfach nur die Ladeluke hat, das Futter unten rausgelassen wird. So wird es richtig rausgeschossen und verteilt sich ein bisschen. Schauen wir mal. Schicken wir es mal damit los. Der Tiefgang ist auf jeden Fall ein bisschen massiver jetzt schon. Und wir fahren einfach mal. Macht immer noch gut Schub, ja? So, wir haben jetzt das Boot komplett hintere Lade und rechts und links die Laden vollgeladen mit Murmeln. Und es fährt auch unter Last immer noch sehr, sehr stabil. Ich finde persönlich sogar, es fährt unter Last besser. Gerade die Rückwärtsfunktion geht unter Last richtig gut. Angegeben ist es mit 500 Meter wohl. Der Nummer würde ich nicht trauen. Ganz ehrlich gesagt, wir werden es mal im Sommer probieren, aber ganz ehrlich gesagt, wer fährt bitte 500 Meter raus? Du siehst das Boot nicht wirklich mehr. Du siehst nicht mehr, fahre ich jetzt zurück, fahre ich nach rechts, fahre ich nach links, weil 500 Meter ist schon eine Adresse, auf jeden Fall. So, wir machen nochmal eine Aufnahme. Weil die erste haben wir eben leider zerschossen. Ich habe leider auch nur 1 Kilo Birdies bei gehabt, aber ihr habt es ja kurz gesehen, wie wir es beladen haben mit den Murmeln. Es ist damit sehr stabil gefahren, um euch jetzt nochmal ein bisschen zu demonstrieren, wie wir das Ganze abladen. Haben wir jetzt einfach gute deutsche Muttererde aufgefüllt ins Boot. Und fahren damit einfach mal eine Runde, um euch das Ganze nochmal zu zeigen, wie die Streuwirkung ist, wie das Futter streut auf der Wasseroberfläche. Und lösen wir einfach mal die linke aus. Bam! Wunderbar! Ging problemlos. Auch jetzt mit einer Seite nur von einseitig beladen. Fährt sich immer noch sehr stabil und hängt auch nicht durch. Und jetzt laden wir mal rechts aus. Bam. Und es ist eine gute Streuwirkung gewesen. Habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich wirklich begeistert bin davon? Ich glaube schon. Des Öfteren. Ich bin wirklich sehr positiv überrascht, dass es so gut funktioniert, das Boot.
wir sind zurück vom See. Erste Resümee. Reimt sich sogar. Ist gut. Ich bin positiv überrascht von dem Futterboot der Firma oder von dem Hersteller oder Lieferanten Langshi heißt das. Ich denke mal, wir werden das Ganze auch nochmal nachher in der Videobeschreibung unten verlinken, wo ihr das Ganze bekommt. So, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die liegen im Schnitt zwischen 150 und 180 Euro. Ich denke mal, für das Geld kann man nicht allzu viel verkehrt machen. Ihr wisst alle, was die Futterboote sonst so kosten. Es ist auf jeden Fall eine mega gute Dreckschleuder, wie ihr seht habt. Schleudert so gute deutsche Muttererde. Ja, und wie das ganze Teil funktioniert über die Saison hinaus, wissen wir selber noch nicht, werden wir testen. Wir werden, denke ich mal, Ende des Jahres nochmal ein Video machen. Als kleines Fazit, eine Saison, ob es überhaupt eine Saison durchhält, ist ja auch eine Frage, ja. Es funktioniert problemlos. Es gibt dafür auch noch verschiedenste Sachen, die man nachrüsten kann. Also sprich, man kann das Teil auch noch mit Echolot versehen. Da gibt es ja verschiedenste Sachen, die man machen könnte. Man könnte auch einen Deeper jetzt hier oben dran knödeln, hinten die Schnur und einfach hinterherziehen. Dann gibt es von der Firma New Direction Tackle, gibt es Schwenkarme. Ich habe vorhin schon mal ganz kurz überlegt, den könnte man hier vorne installieren. Also man müsste aufschrauben, dann Gewinde reinsetzen. Dann kann man einen Schwenkarm hier vorne dran machen mit Deeper. Oder ich habe vorhin auch schon gesehen, hier unten ist auch eine kleine Aussparung. Das ist vorgesehen für den Geber. Der Nachteil ist, wenn wir das so, diese Version machen müssten wir unten, wäre das Schönste, wäre clean. Der Nachteil ist, wir müssen es komplett ausschrauben und den Empfänger natürlich dann ja auch reinschrauben, reinsetzen. Muss ja der Geber rein, der Empfänger, und der Empfänger bräuchte auch nochmal zusätzlich Strom. Dann müsste man den entweder mit an dieses Stromnetz anschließen oder noch einen zusätzlichen Akku verwenden. Müssen wir mal schauen, wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es ruhig mal in die Kommentare rein. Oder schreibt uns bei Instagram oder bei uns auf unserer neuen Homepage. Könnt ihr auch mal vorbeischauen. Diese kann ich ja noch gar nicht erwähnen. Unsere neue Homepage ist jetzt schon online. Ganz normal www.carpocalypse.de. Dort könnt ihr uns auch schreiben. Die wächst jetzt erst so langsam über die nächsten Monate und die nächsten Jahre. Dort werdet ihr auch mal Erlebnisberichte finden. Werdet ihr die Links zu unseren Videos finden und so weiter. Schaut einfach mal vorbei und dort könnt ihr uns auch anschreiben. Da steht auch noch mal ein bisschen was beschrieben über uns und der Werdegang der nächsten Zeit bei Carpocalypse. Also, checkt das Teil aus. Ich finde es gut. Von der Verarbeitung ist okay. Ist halt ein Plastikkasper. Aber das Teil läuft. Also, bis dann. Ciao. Wir müssen noch mal machen. Ich habe mich aufgenommen. Ich habe keine Bollys bei mir. Scheiße! Olli, nein! Alles nicht aufgenommen? Komplett nicht? Ich habe wirklich keine Bollys, nichts bei. Ja. Ich habe nur die paar mitgenommen für die Innenfahrt.